Hallo, liebe Leute. Es ist 2016 und wir haben uns gedacht, besser spät als nie und machen eine Neujahrsansprache. Das Jahr 2015 haben wir geschafft und wir haben in diesem Jahr unglaublich viel erlebt. Wir haben viel geschafft und das Jahr war sehr abwechslungsreich. Viele Menschen sind gekommen, viele Menschen sind gegangen, viele sind geblieben. Und im RL war das ja, sagen wir mal, recht holprig. Das mögen die Umstände hier in Sect Life gewesen sein, aber natürlich auch im realen Leben gab es den ein oder anderen Stolperstein. Das ein oder andere hat uns auch sehr mitgenommen und ein bisschen nach hinten geworfen. Und wir haben uns aber wieder berappelt und sehen nach vorne und jetzt liegt 2016 vor uns und wir hoffen mal, dass wir die unangenehmen Dinge aus 2015 nicht nochmal erleben werden. Ja, und deshalb gibt es hier ein paar Worte zu dem neuen Jahr, vor allen Dingen, was wir uns wünschen und wie es weitergehen soll. Und bei dem ganzen Trubel, der uns im letzten Jahr widerfahren ist, ist eine Sache besonders wichtig, beziehungsweise zwei eigentlich, worauf man hier bauen kann, das ist Freundschaft hier. Das ist das A und O, die Essenz, um weiterzumachen, um kreativ zu sein, um neue Dinge anzugehen und Menschen zu haben, auf die man sich verlassen kann. Und da haben wir großes Glück gehabt. Wir haben einen festen Freundeskreis, der uns sehr, sehr viel wert ist. Auf dem wir überhaupt nicht mehr verzichten möchten. Und das hat sich jetzt so richtig gefestigt und das ist das A und O hier, was uns immer wieder sagt, das lohnt sich hier etwas zu machen, ne? Und das wollen wir natürlich sehr, sehr wohl beibehalten für 2016. Das soll auf keinen Fall abgebaut werden. Ha, und damit sind wir echt zufrieden. Also muss man sagen, klar, sicher. Damit das Ganze funktioniert natürlich, ja. Also unglaublich wichtig ist auch überhaupt, dass man nicht streitet, dass man sich nicht an die Köpfe kriegt. Und das kann einen echt zurückwerfen, das kann über längeren Zeitraum kann einen das recht echt runterziehen und das bremst die ganze Nummer hier in Second Life, ne? Und wenn man sich überlegt, dass man dann ja nur rumhängt und nichts mehr mit sich anzufangen weiß, das ist schon schwierig. Und Streit ist wirklich das Allerletzte, was wir haben wollen. Und mit allen gut auskommen und das Ganze friedlich machen, das ist hier eine wichtige Nummer, ne? Und natürlich in dem Zusammenhang mit der Nummer unser Freundeskreis wichtig, gesundheitlich muss das weitergehen und es darf keinem was passieren. Das wünschen wir wirklich jedem hier und die Vergangenheit hat gezeigt, dass es doch vieles gab, was einen zurückgeworfen hat, weil es anderen Leuten schlecht gegangen ist. Und dann kam auf einmal irgendein Umstand reingeknallt, der einen total von den Füßen gezogen hat, wo Leute auf einmal nicht mehr da waren und wo es denen schlechter ging und so. Und das ist auch wichtig für eine intakte Gruppe, dass es wirklich allen gut geht. Und das wünschen wir uns natürlich auch sehr, sehr, sehr. Ja, was wird sich denn 2016 so tun? Mal überlegen. Also wir haben da ein Thema, zum Beispiel die Netzneutralität. Netzneutralität wird wohl ein großes Thema werden. Wir werden wahrscheinlich immer wieder gegängelt werden, noch gläserner zu werden. Wir werden noch durchsichtiger werden. Das fängt beim ganz normalen Alltag im RL an und hört auch hier in Sect Life nicht wirklich auf. Und es wird einige Veränderungen geben. Es ist zum Beispiel diskutiert worden über das Zwei-Klassen-Netz, ne? Wo auch direkt unterschieden wird, welcher User möchte wohin mit seinen Datendiensten und wie bezahlt er dafür und so weiter. Das wird ein großes Thema werden. Netzneutralität sehe ich persönlich als sehr, sehr gefährdet an. Die wird es bald wahrscheinlich nicht mehr wirklich geben und
Ja, wir werden alle lustig transparent werden, ne? Und da kann man nur hoffen, dass wir da irgendwie mit klarkommen, irgendwie zurechtkommen werden. Datenschutztechnisch wird sich hier nicht wirklich viel tun. Und das Thema ist eigentlich schon so gut wie beschlossen, dass das Ganze hier noch schlimmer werden wird. Also ich würde ja jetzt auch nicht ins Detail gehen, aber Netzneutralität wird uns dann irgendwann nochmal einholen. Was steht denn noch bevor? Ja, unsere geliebten Linden haben es angesprochen. Es wird eine Art Second Life 2 geben, Projekt Sansa nennt sich das Ganze. Und wird auf einer ganz anderen Technologie basieren, steht uns ins Haus. Und mittlerweile fragen sich viele Leute hier, ob ich überhaupt noch großartig Linden ausgeben soll. Denn es wird ja wohl bald ein alternatives Projekt geben. Was wird passieren? Das ist die große Frage. Also es gibt mittlerweile eine Zusammenfassung der technischen Gegebenheiten, was es dort alles geben wird und wie die ganze Sache funktionieren wird. Es ist im Moment noch im Alpha-Stadium und wird wahrscheinlich Open Beta werden im letzten Quartal 2016. Und viele haben auch die Befürchtung, dass das Leben hier sich verändern wird, dadurch, dass sehr viele Leute abgezogen werden und in dieses neue Projekt reingehen, um mal zu schauen, um mal zu gucken. Man kann mittlerweile zwei Bilder sehen und 5 Sekunden Video. Und das sieht wirklich lecker aus. Aber ich meine immer noch, oder ich weiß es nicht, hoffe auch, man kann hier in dem Falle nicht Äpfel und Birnen vergleichen. Das funktioniert einfach nicht. Aus dem Grunde, weil diese Nummer mit Sansa wird zwar optisch sehr hübsch aussehen, aber es wird noch Jahre dauern, genauso wie es bei Second Life der Fall war, bis da drumherum um dieses Projekt Sansa die gleiche Community entsteht, bis es einen funktionierenden Warenmarkt gibt. Und genug Content, mit denen ich alles füllen kann. Also wir denken da zum Beispiel an die Sachen, die wir uns hier mühsam erarbeitet haben oder zurechtgelegt haben. Das fängt an bei Zubi-Kindern. Das hört auf bei irgendwelchen Vehikeln, die ich über Open Water bewege. All das soll dann auf einmal runtergespült sein. Ich weiß nicht. Das wird wohl wahrscheinlich nicht passieren. Und ob wir dort die gleichen Freiheiten haben, dass das nicht so einfach ist. Denn Projekt Sansa soll auch ab 13 Jahre begangen werden dürfen. Und das bedeutet, entweder haben wir ein Jugendschutzsystem, das uns stark gängelt und einschränkt, oder aber es wird halt gar nicht möglich sein, Content zu erstellen, der für Erwachsene geeignet ist, was die Sache dementsprechend auch mit dem Geld, also es muss nicht immer anrüchiger Inhalt sein, die Sache mit dem Echtgeld, was ich dann in Spielwährung umtausche, dann auch grenzwertig macht. Und ob das alles so leicht sein wird, bezweifle ich mal miteinander. Ja, dann hoffen wir natürlich auch für 2016, dass unser reales Leben, das wir ja führen müssen, klar, logisch, uns nicht von den Füßen ziehen wird und unser SL kaputt kloppen wird. Das ist nämlich auch vorgekommen. Und es gibt gute Freunde, die auf einmal nicht mehr da waren, weil es mit dem realen Leben halt nicht hingehauen hat. Die mussten sich abmelden und das möchten wir eigentlich nicht nochmal erleben. Also zumindest dann auch noch Kontakt haben und Freundschaft pflegen, wäre uns dann sehr wichtig. Das Miteinander hier im Second Life, ein zentraler Punkt, zentraler Dreh- und Angelpunkt um die ganze Sache. Von allen Seiten muss der Wille kommen, sollte der Wille kommen, nicht muss, keiner. Sollte der Wille kommen, dass wir uns alle gut miteinander verstehen und hier etwas vorantreiben wollen. Nämlich sinnvoll und mit Freude unsere Freizeit gestalten. Wichtige Nummer. Und wenn das von allen Seiten kommt, dann klappt das auch. Davon bin ich überzeugt. Und wir sind da auf einem guten Weg, denke ich mal, mit unserer Gruppe. Ja, und wir haben viel Spaß dabei, muss ich sagen. Letzter Punkt bei der ganzen Nummer hier ist die Sache mit unserem Filmprojekt. Also wir haben mittlerweile eine kleine Filmcrew aufgebaut und wir haben vor, Minifilme zu machen.
die bestimmte Themen umfassen. Das nächste Projekt, was wir vorhaben, ist, wir wollen den Film, das Musical Mamma Mia machen. Und dazu brauchen wir natürlich noch ganz viele Leute. Also wir haben schon eine Gruppe gegründet, da sind auch schon eine Menge drin. Aber wir brauchen natürlich mehr. Das Ganze wird dann so sein, dass wir Locations suchen. Wir suchen passende Kostüme. Es wird selbst gebaut. Was nicht gefunden werden kann, wird selbst gebaut. Das werden wir uns dann zusammen basteln. Und dann ziehen wir mit allen Mann los und drehen Szenen aus diesem Film, aus diesem Musical, vertonen das Ganze dann und werden das dann online stellen. Und das ist eigentlich eine runde Sache. Das hat uns beim letzten Filmprojekt sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr aufregend, wenn auch anstrengend. Aber letztendlich unterm Strich war es ein riesen Spaß und ich möchte diese Zeit auf keinen Fall missen. Und so soll es auch weitergehen. Also wir haben eine Menge Arbeit vor für 2016. Mamma Mia ist jetzt das, was spruchreif ist. Es gibt da noch ein anderes Projekt im Hintergrund, das wird aber erst später verraten. Und das soll eine große Nummer werden. Da wollen wir noch richtig schön Arbeit investieren, um das groß zu machen. In Second Life, nicht in Sansa. Second Life, ganz genau. Gut, in dem Sinne wünsche ich uns allen ein gesundes, ein großes, glückliches 2016 ohne die Probleme von 2015 und wir hoffen auch, dass uns das alles hier erhalten bleibt. In diesem Sinne, viel Spaß noch.